ZVS hat mich hierher gebracht. Am Anfang hab ich dich noch total gehasst. Doch mit all dem Grau und dem schlechten Mauerwerk hast du mir eine neue Liebe beschert. Gießen, Gießen an der Lahn. Gießen hat's mir angetan. Gießen, Gießen an der Lahn. Gießen tritt Arsch. Elefantenklo, Elefantenklo, Elefantenklo. Sehe ich dich, dann werd ich so richtig froh. Bahnhof, Bahnhof, hab dich nie von innen gesehen. Außer dieser Stadt find ich keine andere schön. Gießen, Gießen an der Lahn. Gießen hat's mir angetan. Gießen, Gießen an der Lahn. Gießen tritt Arsch. Du bist das Himmelbett für ein Euro-Läden. Und tagelang kann ich von deinen Wundern erzählen. Herbert Grönemeyer und Bochum konnte ich nie verstehen. Ach Gießen, ich find dich so wunderschön. Gießen, Gießen an der Lahn. Gießen hat's mir angetan. Gießen, Gießen an der Lahn. Gießen tritt Arsch. Am Schwanenteich in der Sonne mit einem Grill. Und eine Kiste Bier ist alles, was ich jemals will. Ich sing so lange, bis ihr es auch begreift. Und ich bleib so lange, Morten Kalec bleibt. Gießen, Gießen an der Lahn. Gießen hat's mir angetan. Gießen, Gießen an der Lahn. Gießen tritt Arsch.
Ja.
Tatjana Römer. Fußball zu Haus. Wo spielt der FC in 3 Jahren? Zweite Bundesliga. Spielst du meine erste Mannschaft? Ja. Welche Position? Torwart. Wie viele Spiele spielst du zu 0 in der Saison? 5. Wer ist Etienne Römer? Mein Trainer. Wo spielt der FC Gießen in 3 Jahren? Dritte Liga. Spielst du meine erste Mannschaft? Ja. Welche Position? 10er. Wie viele Tore schießt du in der Saison? 10. Wo spielt der FC Gießen in 3 Jahren? Dritte Bundesliga. Spielst du meine erste Mannschaft? Ja. Welche Position? Linker Flügel. Wie viele Tore schießt du in der Saison? 8 Tore. Wo spielt der FC in 3 Jahren? Dritte Bundesliga. Spielst du meine erste Mannschaft? Ja. Welche Position? Linker Außenverteidiger. Wie viele Tore schießt du? 3. Wo spielt der FC in 3 Jahren? Dritte Liga. Spielst du meine erste Mannschaft? Ja. Welche Position? 6er. Wie viele Tore schießt du? 5. Wo spielt der FC in 3 Jahren? Dritte Bundesliga. Spielst du meine erste Mannschaft? Ja. Welche Position? Innenverteidiger. Wie viele Tore schießt du? 10 Tore. Würdest du dich trauen, letzten Elfmeter im Champions League-Final zu schießen? Natürlich. Würdest du dich trauen, letzten Elfmeter im Champions League-Final zu schießen? Ja, klar. Ja. Okay. FSV Frankfurt oder FC Gießen? FC Gießen. Mit Bart oder ohne Bart? Mit Bart. Brot oder Brötchen? Brötchen. Döner oder Spaghetti? Döner. Pizza oder Döner? Pizza. Vogelsberg oder Rhön? Vogelsberg. Draußen oder drin? Draußen. Mit Ball oder ohne Ball? Mit Ball. Angriff oder Verteidigung? Angriff. Russland oder Deutschland? Russland. Offenbach oder Frankfurt? Frankfurt. Gießen oder Frankfurt? Frankfurt. Links oder rechts? Links. Tor erzielen oder Tor verhindern? Tor verhindern. Groß oder klein? Groß. Dick oder dünn? Dünn. Lang oder kurz? Kurz. Schnell oder langsam? Schnell. PlayStation oder Xbox? PlayStation. FIFA oder Fortnite? FIFA. Nutella-Brot mit Butter oder ohne? Mit. Kickers Offenbach oder FC Gießen? Gießen. Wisseck oder Gießen? Gießen. Waldstadion oder Biberer Berg? Waldstadion.
Ich bitte Sie nun, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Die heutige Schweigeminute widmen wir Ronald Ronny Baumbach, der am 21.04. im Alter von 53 Jahren überraschend verstorben ist. 5 Jahre hat er bei uns beim VfB gespielt. Er war eine prägende Figur der noch späten 90er Jahre und war auch hier im Kreis Spieler und Trainer. Unter anderem hat er mit Uwe Bein gespielt, unter Trainer Horst Hewe. Zudem war er noch in Rot-Weiß Erfurt aktiv und kam damals von Rot-Weiß Frankfurt.
Vielen Dank. Hier ist Gießen, hier ist das Waldstadion. Willkommen beim Hessenpokal-Viertelfinale gegen den SVW in Wiesbaden. Wir in Wiesbaden, heute in den neongelben Trikots. Wir spielen zum ersten Mal komplett in Blau. Sonst haben wir immer mit den schwarzen Trikots bisher gespielt von unserem neuen Ausrüster von Nike. Diesmal spielen wir in Blau. Es gibt auch einige Änderungen, zum Beispiel Tolga Şahin heute für Freddy Löhe im Tor. Freddy Löhe ist auf der Bank. Sascha Heil spielt heute linke Innenverteidigung für unseren etatmäßigen Kapitän, für Hendrik Starostzig. Deswegen ist Michael Fink heute der Kapitän. Gießen wieder in der Fünferkette oder Dreierkette, wie man es nennen will. Mit Fink zentral, Borras halb rechts, links Sascha Heil. Linksverteidiger ist Niklas Mohr, Rechtsverteidiger Gabriel Weiß. Im Mittelfeld auf der Doppelsechs Nikola Trikulja und Luis Münn. Rechts spielt Zeki Erkilinç. Zentral im Sturm ist Jonas Arkalean und links Antonios Çelik. Wiesbaden hat ein bisschen gewechselt nach dem letzten Spiel, haben 3-0 zu Hause gegen Duisburg verloren. Das war auf jeden Fall ein Dämpfer, sind Sechster in der dritten Liga. Nach oben geht nicht mehr viel. Nach unten auch nicht. Ist ja für wen Wiesbaden. Ja, ist eine gebrauchte Saison. Die wollen natürlich lieber bis zum Ende um Aufstieg mitspielen und auch aufsteigen. Rüdiger Rehm durfte ich kennenlernen vor 2 Jahren in Benidorm im Trainingslager. Fußballfachmann, richtig guter Trainer. Sein Stern ist damals in Groß Asbach aufgegangen. Da hat er überragende Arbeit geleistet in der dritten Liga. Dann ist er zu Arminia Bielefeld. Ja, da durfte er leider nur 10 Spiele machen als Trainer. Lag einfach daran, die Formation, die er gespielt hat, die hat nicht so auf die Mannschaft gepasst. Das war das 4-4-2. Heute müssen wir nochmal gucken. Ich denke, das 4-1-4-1 könnte es werden. Oder das könnte auch ein offensives 4-4-2 werden, also 4-2-4. Genau, deswegen wurde er da entlassen in Bielefeld. Und seitdem ist er jetzt in Wien-Wiesbaden und er ist der Mr. Hessenpokal, wenn man so sagen kann. Hat 3-mal am Hessenpokal teilgenommen, 2-mal hat er ihn gewonnen mit Wien-Wiesbaden und 1-mal ist er im Halbfinale ausgeschieden. Das heißt, ein Spiel hat er verloren im Hessenpokal und sonst alle gewonnen. Will ihn natürlich wieder gewinnen, hat er auch ganz klar gesagt vor der Partie. Ja, muss auch der Anspruch sein, also wenn ich in der dritten Liga bin, dann muss ich den Hessenpokal gewinnen. Boah, Şahin, das war stark. Das war überragend. Da hinten, da kriegt er auch Applaus hier von der Bank. Der hat natürlich Nerven hier im Hessenpokal in den ersten Minuten, 3 Minuten gespielt. Freistoß Gießen, Fink. Münn versucht direkt, schießt aber Erkilinç ab. Da hat er den zweiten, wieder Münn. Wieder in die Menge. Das ist Weiß gegen Niemeyer. Ja. Niemeyer blockt den Ball, Eckball Gießen. Tim Boss, der etatmäßige Keeper von Wien Wiesbaden, kam aus Dresden. Hat davor bei Fortuna Köln lange Zeit in der Regionalliga, auch dritte Liga gespielt. Auch Wattenscheid schon in der Regionalliga aktiv. Sogar in der zweiten Liga hat er mal gespielt für Dynamo Dresden. 94 Drittligaspiele hat er. Weiß. Kurze Ecke. Erkilinç. Trikulja, der ist ja gesperrt. Wie Borras auch im nächsten Spiel. Und Freistoß Gießen. Weiß holt den Freistoß. Trikulja will ihn ausführen. Ja, Borras ist natürlich so eine Anspielstation da am zweiten Pfosten. Über 1,90. Moritz Kuhn versucht da die Leute einzuteilen. Der Rechtsverteidiger sagt, im Rücken ist noch einer. Mockenhaupt, auch ein ganz erfahrener Mann, der Kapitän Sascha Mockenhaupt.
schon 76 Zweitligaspiele gemacht, unter anderem auch in Kaiserslautern gespielt. Und Ball wird geklärt von Florian Carstens. Mohr mit dem langen Ball, Borras ist vorne drin. Ja, Mockenhaupt gegen Borras. Ja, war schon im Aus der Ball. Ausgebildet wurde Sascha Mockenhaupt übrigens in Leverkusen. Wie gesagt, 76 Zweitligaspiele, 123 der dritten Liga. Das ist ein sehr, sehr starker Spieler. 29 Jahre alt, im guten Fußballeralter. Da ist er, der Kapitän Mockenhaupt. Rechtsverteidiger ist Langford. Ist Moritz Kuhn, Entschuldigung. Moritz Kuhn. Im letzten Spiel hat er nicht gespielt, kam jetzt wieder rein. Steht auch ganz hoch, der steht auf Referenzhöhe. Der steht auf Höhe von Niklas Mohr. Höhe von der Fünferkette. Das ist Mockenhaupt. Über Carstens. Langer Ball von Mockenhaupt Richtung Borras. Kann ihn klären. Zweiter Ball. Von Marc Leis, auch überragender Spieler, der Marc Leis, hat in Regensburg schon gespielt, zweite Liga, dritte Liga Erfahrung. Ja, Flanke von Korte und der Gegenzug. Akalean gegen drei, ja, da muss er das Tempo rausnehmen, auf Mohr. Celik, das müsste der erste Startelf-Einsatz sein, seit seinem Wechsel für Antonius Celik, kam ja von Tuba, Polheim. Boah, Mockenhaupt, der geht ja richtig rein hier. Und nächste Ecke für den FC Gießen. Kurzen Pfosten, Langford. Celik. Ja, und jetzt der Ball in die Tiefe. Kuhn. Ja, guter Ball in die Tiefe. Korte und Eckball. Philipp Tietz vorne im Sturm. Malone ist noch auf der Bank. Das sind die Top-Torjäger aktuell von Wien Wiesbaden. Beide 11 Tore in der dritten Liga schon gemacht. Tietz auch schon 30 Zweitligaspiele. 1,90 groß. Ein Eckball von Kuhn. Ja, da bleiben sie liegen. Wiesbaden, der wurde anscheinend getroffen. Fink auch. Ja, da wird direkt gefragt, könnt ihr weitermachen? Ja, anscheinend an der Schulter. Das wäre natürlich bitter, wenn jetzt Wiesbaden oder Gießen schon wechseln müsste. Beide an der Schulter erwischt. Fink und Medic, das sind wichtige Leute. Medic holt immer die Bälle hinten ab von Wien Wiesbaden und verteilt sie dann. Mockenhaupt. Langford. Mohr mit den Händen. Boah. Gut geklärt von Trekulja. Akalean. Akalean sucht den Ball in die Tiefe, spielt ihn dann auch. Mohr. In der Mitte ist Erki Lynch. Weiß kommt auch mit. Mohr geht in 16er. Mohr. Und dann gut geklärt. Langford. Langford hat in St. Pauli mal gespielt. Auch schon reichlich Erfahrung in der zweiten Liga. Das ist Fink, das macht er stark. Mit der Ruhe. Luis Münn. Rehm beschwert sich hier. Michael Fink. Ja, Gießen ist gut beraten, wenn sie hier Ruhe reinbringen. Wenn sie
versuchen den Ball zu halten, nicht unnötig den Ball verlieren. Oh, guter Ball von Borra, stark von Akalean. CG Akilinc alleine auf dem Kipper und Boss hält. Boah, das war ja eine Riesenchance. Das wäre es natürlich gewesen, wenn man hier nach 10 Minuten in Führung geht. Rehm natürlich sehr unzufrieden. Man muss auch sagen, Wien Wiesbaden schont auch keinen Spieler. Also das ist auch Respekt an Rüdiger Rehm, der ist hier quasi mit der Top-Besetzung. Es fallen zwar ein paar Spieler aus, sie haben viel Verletzungspech Wien Wiesbaden, aber hier ist keiner aus der zweiten Reihe dabei, sondern die nehmen das Spiel ernst und ist klar, der will den Hessen-Pokal auch gewinnen. Und Eckball weiß. Erki Lynch wieder weiß. Ja, nochmal hoch den Ball. Wiesbaden kriegt es gut geklärt. Medic. Guter Ball in die Tiefe auf Brumme und Shahin ist da vor Moritz Kuhn. Ja, Kuhn und Lenkfort, die tauschen öfters mal die Position. Normalerweise Kuhn der Rechtsverteidiger. Langford eher Offensivspieler, aber spielt natürlich auch hier rechts, ist natürlich alles möglich. Celik, da ist er weggerutscht, Mockenhaupt, Langford, Trikulja, Medic, Langford, boah, stark, technisch überragend gemacht, immer noch Langford, Tietz ist mit dabei, Langford, Trikulja kommt hinterher, Langford mit der Hacke, Tietz trifft den Ball nicht richtig und dann ist Borras da und klärt den Ball direkt dagegen zu Celik. Mockenhaupt verschätzt sich da, das passiert ihm auch nicht oft. 1 gegen 1, Celik vorbei, sucht den Abschluss. Und Boss hat den Ball sicher. Und Wiesbaden über Marc Leis auf Kuhn. Ja, jetzt haben sie wieder getauscht, Lenkfort wieder eins nach vorne, Kuhn hinten. Marc Leis in der Mitte ist Korte, vorne links spielt Brumme bei Wien Wiesbaden. Und Linksverteidiger ist Michel Niemeyer. Ja, G-Man gibt Anweisungen an Sascha Heil. Der hat auch wenig Spielpraxis. Wenig gespielt in dieser Saison. Noch relativ jung auch. Ein Spielaufbau über Heil. Spielt wieder zurück zu Schein. Ah, jetzt läuft Kuhn direkt an, dann Sascha Heil ist sowas wie das Pressing-Opfer. Wenn der den Ball kriegt, dann wird direkt draufgegangen. Und Schein über die Mitte. Guter Ball, Luis Münn dreht auf. Ja, Münn. Ja, zu spät. Timing verpasst. Und Wien Wiesbaden am Umschalten. Brumme. Das ist Marc Leis. Zentrales Korte da hinten, Medic, Mockenhaupt, genau, Mockenhaupt kriegt den Ball, spielt ihn weiter zu Carstens. Gießen sehr tief, im Abwehrpressing. Mockenhaupt dribbelt an, über Kuhn, tief geht Lenkfort, der kriegt auch einen Ball, Celik ist da. Oh, guter Einsatz von Celik, das war stark. Und Trikulja, gut gelöst von Trikulja, Luis Münn. Eki Lynch macht's breit. Ja, Ball war zu weit. Kann passieren, Wiesbaden hat den locker, Niemeyer. Mockenhaupt. Moritz Kuhn. Boah, Borras. Ja, da waren die Abstimmungen. Schein wollte den Ball da abfangen. Borras hat's anscheinend nicht gehört. Der klärt den dann zur Ecke. Ball Wiesbaden. Korte ist kurz mit dabei. Bei Moritz Kuhn. Und wahrscheinlich eher auf dem zweiten Pfosten in Rückraum oder Richtung Elfmeterpunkt. Ah, jetzt geht Brumme nochmal auf den ersten. Und Schusschors von Korte ungefährlich. Meilenweit am Tor vorbei.
Wiesbaden stellt zu, so jetzt sieht es nach 4-3-3 aus, eigentlich nicht die Formation von Rüdiger Rehm. Vielleicht möchte er heute mal was ausprobieren. Wie gesagt, im Normalfall im 4-4-2 unterwegs oder auch im 4-1-4-1. Ja, Trikulja, stark. Ja, aber Mohr kriegt den Ball nicht. Der darf früher schon den Weg in die Tiefe machen müssen. Einwurf, wen? Lenkfort. Mockenhaupt. Carstens. Niemeyer. Medic will wieder einen Ball abholen. Mockenhaupt. Ja, da wollte dann so hinter die Linie spielen. War eigentlich gar nicht schlecht gedacht. Kunz ist da. Shahin passt aber auf. Ja. Spielerisch Aufbau Borras. Langer Ball. Ja, Rehm ist nicht zufrieden. Gibt viele taktische Anweisungen. Auch an Sascha Mockenhaupt, den erfahrenen Mann. Will, dass er da mehr absichert. Enge absichert vor allem auch. Gießen hat ja Schnelligkeit mit Erki Lynch, mit Akalea, mit Schelig. Das kann heute auch die Waffe sein. Man hat es ja gesehen. Erki Lynch ist ja alleine auf den Torwart gelaufen. Mockenhaupt. Carstens. Oh, das darf natürlich nicht passieren, dass er den so einfach da auf Mark Leis spielt. Er spielt auf Korte, Medic, direkt tief gespielt. Ja, und dann kann er nicht richtig verarbeiten. Ball schon im Aus von Michel Niemeyer. Und Abstoß vom Boden, FC Gießen. Der Ball war eins nix. Lenkfort direkt tief. Guter Ball. Korte kann schießen. Korte kann schießen. Macht's mit links. Ball am Tor vorbei. Ja, das ist gefährlich, so Bälle da zu spielen. Das darf man gegen Wiesbaden nicht machen. Die spielen direkt tief und versuchen dann direkt zum Abschluss zu kommen. Das macht auch Sinn. Ball. Akalian gewinnt das Duell. Celik mit der Hacke. Kann Ball nicht kontrollieren. Mockenhaupt hat ihn sicher. Ja, 17 Minuten gespielt. Ja, da war in Steinbach letzte Woche schon der Weltuntergang für den FC. Bis jetzt sieht es hier noch gut aus. Diszipliniertes Spiel, obwohl sehr viel durchgewechselt wurde. Und die Mannschaft ist auch so nicht eingespielt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Einige Spieler mit ganz, ganz wenig Einsätzen. Boah, Brumme, der geht da einfach vorbei. Borras ist dann da. Ja, das ist natürlich gefährlich, wenn Brumme da so ungestört in 16er spazieren kann. Und Borras klärt da nochmal in quasi letzter Sekunde. Sonst hätte er eine sehr, sehr gute Chance gehabt und hätte dann auch tief spielen können, wo Philipp Tietz lauert. Der normalerweise auch nicht viele Chancen braucht. Was natürlich bitter ist, Schäffler ist weg. Manuel Schäffler, dass sie den verloren haben. Nach Nürnberg ist er gegangen. Letzte Saison mit dem Abstieg. Das ist natürlich für Mike Kranich, den Co-Trainer, und Rüdiger Rehm nicht optimal gewesen. Ecke, kurz gespielt, Tietz. Ja, Schusschance, geblockt. Das ist Korte. Und Trikulja. Ja, unsauberes Abspiel. Korte wechselt direkt die Seite. Lenkfort. Stark von Celik, das war wichtig, dass er da gestört hat. Oh, Fink. Marc Leis, gute Ballannahme. Medic im Außenriss. Kuhn. Kein Abseits, wieder Leis, kann die Flanke bringen. Wird direkt von zwei gestellt mit dem linken Fuß. Kopfball, Tor. Ja. Stark gemacht von Marc Leis. Flanke mit dem linken Fuß in die Mitte. Tor durch Gianluca Korte per Kopf zum 1:0 für Wien Wiesbaden.
Tor für unsere Gäste aus Wiesbaden. Torschütze mit der Nummer 7, Gianluca Korte. Über Flanken der FC sehr, sehr anfällig, das muss man sagen. Das hat man auch in Steinbach gesehen. Ja, da passt dann trotz der Dreierkette hinten zentral oftmals die Zuteilung nicht. Und da kommen die Spieler einfach zu frei zum Abschluss. Ja, Marquis hat ein Tor gemacht per Kopf in Steinbach, der Steinbacher Top-Torjäger. Und auch Eismann da mit so einem Seitfallzieher. Das muss man einfach besser verteidigen, das ist ganz klar. Und Medic, Lenkford, gestellt vom Celik, sucht Philipp Tietz, Mohr, Kuhn, Trikulja Akalean, Erkilin schwer da gewesen, boah. Kann den Ball aber dann nicht rüberspielen, Mockenhaupt, Medic, nun Carstens, Rehm fordert schnelle Pässe, wenige Kontakte. Sie wollen hier Lücken reißen beim FC und damit natürlich nach vorne kommen. Boah, guter Ball wieder in die Mitte. Ja, Korte kann da nicht glauben. Akalean macht das sehr gut. Erki Lynch ist da. Weiß kommt mit. Weiß versucht dann, löst dann wieder über hinten, über Fink. Fink, Mohr ist da. Fink wieder mit dem Außenriss, spielt in die Tiefe. Zu weit für Erki Lynch. Boss ist da. Kleis, Kuhn, Mockenhaupt, ja. Und Tietz, läuft Fink an, ah, Fink macht das ganz souverän, auf Schein. Luis Münn kriegt direkt Druck von Korte, Borras, ja, Tietz rutscht da weg, Borras, auf Schein. Dann der lange Ball auf Mohr, Lenkford ist direkt da, ja, keiner kommt an den Ball, Einwurf in Wiesbaden. Carstens, Niemeyer. Michel Niemeyer, 14 Spiele hat er gemacht in der dritten Liga. Notendurchschnitt 4,07. Ja, das ist natürlich brutal. Heute macht er es bis jetzt sehr gut. Da ist er wieder am Ball, Niemeyer. Leis. Und Korte spielt zurück auf Mockenhaupt. Niemeyer in Magdeburg ausgebildet, dann auch lange Zeit Magdeburg, auch zweite Liga dort gespielt, beim Magdeburg Stammspieler gewesen und seit 2019 beim SVW in Wiesbaden aktiv. Mockenhaupt hat ganz viel Platz. Spielt dann auf Kuhn, tauscht die Position mit Lenkford, der geht direkt vorne rein. Carstens, Mockenhaupt, Celik. Ja, der geht dahin, der hat gesehen, der wird so halb hoch angespielt. Da kann man natürlich dann mal draufpressen. Freistoß für den FC. Fink wird getroffen vom Philipp Tietz im Luftduell. Schädig fragt nochmal nach, ob er draußen drauf gehen soll oder ob er die Mitte eher zumachen soll. Physio muss rein. Gelbe Karte für Tietz.
Ja, fängt da mit dem Eisbeutel, das sieht nicht gut aus. Ja, Moritz Kuhn kriegt gerade was zu trinken noch nebenbei. Moritz Kuhn schon seit 2017 bei WN Wiesbaden. 60 Zweitligaspiele hat er schon gemacht, 92 auch in der dritten Liga. Ganz erfahrener Mann und er ist auch treu. Egal ob Ab- oder Aufstieg, er bleibt beim SVW. Das ist Borras. Tietz läuft ihn an, Borras, Shahin. Boah, das ist gefährlich. Shahin, der geht da immer ins 1 gegen 1. Der will da seine Qualitäten hier zeigen. Bis jetzt ist es gut gegangen. Das ist Mün. Sascha Heil. Auf Mohr. Mohr hat ein bisschen Platz, jetzt kommt aber Kuhn. Trikulja. Fehlpass von Schein und da geht's direkt wieder mit Brumme. Der hat Tempo, der ist schnell. Brumme in die Mitte. Tietz kann schießen. Geblockt von Fink. Lenkford kriegt den Abpraller. Lenkford flankt in die Mitte. Borras am Ball vorbei. Brumme. Ja, damit hat er nicht gerechnet, dass der Ball da durchkommt. Borras mit einem langen Ball. Mockenhaupt gegen Celik. Celik gewinnt das Duell gegen Carstens, kann aber den Ball nicht in Gießen reinhalten. Löwe feuert an, der ist da richtig dabei von der Bank. Normalerweise sonst auch ein Sprachrohr auf dem Platz. Heute muss er hier von der Tribüne zugucken. Niemeyer über Marc Leis. Mockenhaupt. Korte. Ja, rutscht der Ball so ein bisschen weg, kommt trotzdem an. Kein Foul von Brumme. 1 gegen 1 gegen Borras. Borras kann das lösen. Sehr gut. Weiß vertändelt dann den Ball aber wieder. Das ist Korte. Immer noch Korte spielt den Rückraum. Medic kann schießen. Medic nimmt den. Und Fink blockt den Ball. Celik 2 gegen 3. Ja, stark verteidigt. Medic macht das souverän. Der 22-jährige Kroate. Ganz wichtiger Spieler auch in der Saison. Hat fast alle Spiele auch gemacht für WN in der laufenden Saison. Tietz. Und ein Abstoß. Ist aus Nürnberg gekommen 2019. Hat auch schon 13 Zweitligaspiele gemacht. 1,93 groß, 91 Kilo, vergleichbar mit unserem Trikulja. Ähnlicher Spielertyp auf jeden Fall, nur natürlich noch deutlich jünger. Das ist Sascha Heil. Boah. Ja. Und Miemeyer, Fink, Weiß, Handspiel reklamiert von WN Wiesbaden. Schiedsrichter gibt aber Eckball, so wie es aussieht, oder? Ja, Lukas Brumme, der Linksaußen bei Union Berlin ausgebildet. Dann über den BFC Dynamo zu WN Wiesbaden gekommen. Das erste
im Winter gekommen, 2021. Und seitdem 15 Drittligaspiele, kein Tor. Ganz schneller Mann, noch relativ jung, 21 Jahre. Und Eckball wieder Kuhn. Ja, Gleis lauert da im Rückraum hinterm zweiten Pfosten. Kommt aber kurz Borras. Erki Lynch gewinnt. Mün. Ja, Mün verliert dann da das Duell. Das war auch so ein entscheidendes Korte. Lenkfort ist rechts da. Leis. Ja, Leis will es durch die Mitte lösen. Medic. Der spielt jetzt Lenkfort an. Celik hilft mit. Lenkfort einen scharfen Ball. Sascha Heil ist da. Nein, Kranich fängt den Ball. Und das ist wieder Medic. Oh, Medic, das war gefährlich. Leis, guter Ball in die Tiefe. Lenkfort. Mohr muss hin. Mohr gewinnt den Ball. Ja, technisch sehr, sehr gut gemacht. Trikulja kriegt direkt Druck. Der löst das gut. Stark von Nikola Trikulja. Und Fink dann mit dem Fehlpass. Brumme, das ist auch wieder so ein gefährliches Ding. Brumme läuft Richtung 16er und Ball dann übers Tor. Marc Leis hat sogar ein Bundesligaspiel gemacht für den SC Freiburg. Da wurde er auch ausgebildet. Sein zweiter Verein insgesamt im NLZ. Hat er auch einige Jahre in der Regionalliga gespielt. Und das ist AK Leon gegen Mockenhaupt. Vorbei an Mockenhaupt. Celik. Celik macht das gut. Mohr. Mockenhaupt. Ja, da wird sich beschwert. Trikulja. Ah, Trikulja schießt dann den Ball ins Aus. Abstoß. Und bis jetzt kann man natürlich zufrieden sein aus Gießener Sicht. Gegen wen? Wiesbaden, gegen Kahn, Favoriten. Sechster Platz in der dritten Liga, das muss man auch mal schaffen. Die dritte Liga wird ja immer stärker in den letzten Jahren. Also wenn man das Spiel so lang wie möglich offen gestalten kann, ja, dann ist das sehr gut für den FC. Ja. Offen heißt natürlich nicht nur vom Spielerischen her, sondern gerade vom Ergebnis, weil ein Tor kann man immer machen. Ja, und wenn es jetzt dabei bleiben sollte, dann ist hier auf jeden Fall noch was drin. Ja, Tietz kommt aus dem Abseits, hat das auch selber gesehen. Er zeigt da irgendwas nach hinten. Tietz wurde ja als Schäffler-Ersatz geholt, kann das noch nicht so ganz erfüllen. Das ist natürlich klar, Manuel Schäffler, der Mann ist eigentlich unersetzlich. Überragender Spieler, auch vom Typ her, klasse Typ. Ja. Ist immer für einen lockeren Spruch zu haben. Ein Boss auf Medic. Medic. Gianluca Korte. Oh, Lenkfort setzt sich da wieder durch. Tietz in die Tiefe. Korte, ja, rutscht dann der Ball über den Fuß. Korte aus Mannheim gekommen, hat er 4 Jahre gespielt. Einige Zeit in der Regionalliga Südwest. Hat sogar schon in der zweiten Liga gespielt für Eintracht Braunschweig. Ah, AK Leon. Carstens ist da. Trikulja kriegt da direkt Druck, verliert auch den Ball. Ball in die Tiefe. Zu steil für Tietz. Fink ist da. Celik. Mün. Mockenhaupt kann nur zum Einwurf klären. Einwurf Gießen.
Niklas Mohr holt sich den Ball. Trikulia kommt. Sonst eigentlich auch Borras oft dabei, aber der muss heute mal absichern, gerade bei so Einwürfen. Von der anderen Seite, Weiß wirft die da gerne in 16er rein. Mohr auch mit einem weiten Einwurf, zu weit für Trikulia. Medic in die Mitte, Brumme. Tietz. Ja, und Münn ist aber da, das ist wichtig. Starke Annahme von Borras. Schön mit der Brust runtergeholt. Erki Lynch, Münn hat ein bisschen Platz vorne. Wieder auf Erki Lynch. Ja, dann Freistoß. Ja, Wiesbaden reklamiert auf Zuruf. Schiedsrichter lässt sich aber nicht beirren, zieht hier seine Linie durch. Freistoß FC. Trikulia steht bereit. Toni, 35. Spielminute. Mohr ist auch da, der könnte auch schießen mit dem Linken, wenn man den rüberlegt. Trikulia da aus dem Stand. Jetzt kommt Mohr mit dazu. Wird aber jetzt doch in die Mitte gebracht. Mohr, der nimmt den direkt. Ja, kann man versuchen. Ball klar am Tor vorbei. Und Spielaufbau wie in Wiesbaden über Mockenhaupt. Wiesbaden spielt das sehr langsam mit dem 1-0. Die sind sehr entspannt. Die haben hier überhaupt keinen Stress. Die führen hier 1-0. Carstens. Mockenhaupt. Lenkfort. Ah, Celik rutscht da wieder weg. Ah, Lenkfort stark von Heil. Das war wichtig, dass er da dazwischen war. Der hat Kuhn gesucht. Tietz nochmal in die Mitte auf Makler. Eis. Gute Ballannahme. In die Tiefe für Brumme. Weiß. Boah, fast mit dem Eigentor. Aber Schein holt den Ball vorm Aus. Sehr, sehr gut gemacht von Tolga Schein. Sascha Heil, da gehen sie direkt wieder drauf. Hanna spielt dann durch die Mitte. Trikulia nochmal sicher zurück auf Fink. Und Fink verteilt ihn dann. Guter Ball für Weiß. Weiß in die Mitte. AK Lehan. 3 gegen 2. AK Lehan in der Mitte. Trikulia. Celik. Nimmt den direkt. Er wird direkt geschrien. Ja, das ist halt das Gute an Antonius Celik, der trifft Entscheidungen, der Mann. Der will auch, ja, der macht da nicht lange rum, sondern entweder nochmal das 1 gegen 1, das Abspiel oder den Schuss aufs Tor. Das ist keiner, der hier lange überlegt. Nordnerhaupt, Kuhn. 1 gegen 1, dribbelt in die Mitte. Na, Gleis. Wieder hoher Ball über die Abwehr, Niemeyer. Und nächster Eckball für Wien Wiesbaden. Ball kommt von Kohn. Spielt ihn kurz. Die Mitte. Niemeyer. Ah, Kalean. Brumme macht das gut, wie er den behauptet. Immer noch Brumme. Medic. Fehlpass. Borras ist da. Und Celik. Gegen Lenkfort. Den können er direkt schief spielen. Oder Akalean ist komplett frei. Und den spielt er auch. Sehr, sehr guter Ball. Akalean. 2 gegen 1 spielt. AK Lehan mit der Schussschuhe. Boah, Wahnsinn. Ja, es war nicht ganz sauber von AK Lehan. Hat den Ball sich dann nicht richtig vorliegen können und zieht da mit dem linken Fuß ab. Aber das ist natürlich luftig verteidigt von Wien Wiesbaden. Das darf der Drittligamannschaft so nicht passieren. Ja, also dass der da so frei ist auch. Und ich muss sagen, Celik sieht das natürlich auch, spielt dann den Ball.
Und Akalean macht es dann leider nicht ganz sauber. Es war gut gemacht, aber halt leider nicht sehr gut. Deswegen wurde der Baller auch nicht gefährlich. Ist wieder Marc Leis. Starker Diagonalball. Mohr klärt in die Mitte. Heil mit dem Kopf. Celik gegen Engfort. Oh, jetzt ist aber hier die Seite offen. Kuhn im 16er. Fink ist da. Das muss man schon sagen. Wir spielen hier Regionalliga um Klassenerhalt gegen Wien Wiesbaden, die oben mitspielen in der dritten Liga. Und der Mann mit der meisten Erfahrung und mit den, ja, wie soll ich sagen, prestigeträchtigsten Spielen wie Champions League, zum Beispiel Bundesliga, der steht bei Gießen auf dem Platz und hat die Kapitänsbinde. Michael Fink, der Routinier. Und Einwurf Langford. Mockenhaupt. Der Langford, der macht sicher auf Carstens, der ist hinten da. Spiele schon in der zweiten Liga gemacht für St. Pauli und Heidenheim. Wie gesagt, da meistens eher offensiver eingesetzt. Celik und direkt wieder der Ball in die Tiefe. Akalean. Also, Carstens hat so ein bisschen dann den Libero gemacht. Das ist Weiß. Weiß. Ja, da wird Hand gerufen. Linienrichter sagt nein. Es war die Schulter. Sascha Heil. Ja, Korte läuft durch auf Shahin. Wieder Weiß. Gewinnt das Kopfballduell gegen Niemeyer. Medic ist da, bekommt keinen Druck. Niemeyer. Marc Leis. Und halt Celik bekommt überhaupt keinen Druck da in der Mitte. Mohr. Guter Ball in die Mitte, Trekulja. Der hat jetzt alle Optionen. Spielt Borras an. Weiß sehr gut auf der Referenzhöhe. Das macht er sehr, sehr gut. Trekulja, boah, das war ein Fehlpass. Borras wieder dran. Weiß holt ihn sich wieder. Trekulja. Borras. Ja, viel klein, klein. Da wollte er schon wieder da reinspielen, der Kulja. Jetzt merkt er, nee, bessere Lösung ist über Fink. Der verlagert das Spiel dann, hat er sehr gut erkannt. Sascha Heil kann andribbeln. Hat Platz, Celik ist da, der ist noch innen gegangen. Ja, Rüdiger Rehm wird hier sehr lautstark. Der will hier mehr Bewegung sehen. Borras, wieder mit viel Platz. Weiß ist da, kriegt auch den Ball. Erkilin schon Akalean in der Tiefe. Weiß geht alleine. Boah. Trekulja in die Mitte. Celik. Und Kuhn. Tietz über Medic. Und jetzt natürlich der Gegenzug. Langford. Tietz ist tief. Mün muss jetzt wieder hinterher. Borras steht zentral. Ball kommt dann rüber. Korte. Korte wieder auf Tietz. Gut verteidigt von Weiß, souverän. Trekulja. Und Gießen wieder in der Vorwärtsbewegung. Mohr. Ja, die Seite ist gut zu. Ja, war nicht schlecht gemacht. Guter Laufweg von Erki Lynch. Und dann macht es aber Wiesbaden souverän. Medic mit dabei, gut verteidigt. Lukas Brumme hinterläuft. Marc Leis. Marc Leis dribbelt an. Brumme kriegt den Ball, bringt ihn direkt in die Mitte. Fink. Ja. Kalean. Ball im Aus. Gießen jetzt sehr, sehr tief hinten. Spielminute läuft. Ich denke,
Ja, Gießen wird sehr zufrieden sein mit dem 0-1 zur Halbzeit. Das ist gegen so eine Mannschaft ein sehr, sehr gutes Ergebnis und man hat Möglichkeiten. Es ist vergleichbar mit einem Spiel gegen Balingen. Ja, da Balingen auch die Chancen gehabt, hat es dann aber nicht sauber und nicht konsequent dann zu Ende gespielt. Manchmal der letzte Pass gefehlt, manchmal wurden falsche Entscheidungen getroffen, wo Balingen hier in Gießen gespielt hat. Aber es ist auf jeden Fall noch was drin. Das ist Korte, der wird da gefoult. Ja, das ist natürlich nicht clever. Also da ein Freistoß in der Situation, kurz vor der Halbzeit. Spielzeit ist schon abgelaufen, die reguläre. Große Unterbrechung gab es auch nicht. Fink hat mal kurz der Schädel gebrummt, wo dann Tietz die gelbe Karte bekommen hat. Ja, die nimmt sich Philipp Tietz, der Stürmer. Den will er direkt schießen. Schein stellt die Mauer. Fink will er nicht eine Mauer haben. Weiß geht da noch außen mit dabei, steht da im Raum. Und Tietz jetzt mit dem Vollspann, ne, mit der Innenseite, legt dann am Tor vorbei. Und hier ist Halbzeit. Wir wünschen Ihnen eine schöne Halbzeitpause beim besten Champions League Vorprogramm heute bei uns im Stream. Und dann freuen wir uns auf die hoffentlich spannenden zweiten 45 Minuten.
So, pünktlich sind wir wieder zurück. So wie es aussieht, beide Mannschaften unverändert, keine Auswechslung. Wir in Wiesbaden wieder mit Carstens, Medic. Carstens sucht den langen Ball. Boah, guter Ball. Niemeyer kann ihn nicht richtig verarbeiten. Weiß ist dann da und holt den Einwurf. Diesen Ersatzspieler machen sich noch schon warm. Bei Wien Wiesbaden sehe ich noch keinen. Sind alle noch hier auf der Tribüne. Das ist Korte. Ja, der hat ein feines Füßchen. Gianluca Korte bringt da den Ball in den 16er. Mohr dribbelt an, hat Platz. Links ist Celik da. Oh, da fällt Kuhn hin. Ja, Fairplay vom FC, das hat man auch gesehen. Daniel Schiemann, Top-Sportsmann, direkt gerufen. Hier, Leute, Ball raus. Kuhn fällt da hin, unerklärliche Weise. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Steht wieder auf. Kann weitermachen, das sieht doch gut aus. Ja, das ist wichtig, auch in so einem Pokalspiel, wo es um viel geht. Hier geht es natürlich auch um Einnahmen, um Geld, das ist klar, im Hessen-Pokal. Und trotzdem wird hier der Fairplay-Gedanke hochgehalten. An sich auch das Spiel sehr fair, wenig Fouls, bis jetzt eine gelbe Karte wegen Tietz. Es war aber natürlich auch unabsichtlich, das Einsteigen gegen Fink. Das Carstens gehört den Ball ins Aus. Florian Carstens, gebürtiger Lüneburger, dann über St. Pauli hier nach Wiesbaden gekommen. Hat auch schon Spiele in der zweiten Liga gemacht, insgesamt 22 Stück. Trotz seiner 22 Jahre relativ routiniert. 44 Regionalligaspiele bereits, 26 in der dritten Liga und 22 in der zweiten Bundesliga für St. Pauli. Borras durch die Mitte, Mün ist komplett frei. Kuhn gibt ein bisschen Druck drauf, lässt es aber dann. Borras wieder. Gut gemacht von Korte. Borras kann nur zurückspielen, macht das souverän. Und Scheiner mit dem langen Ball. Und Leis in die Mitte, muss jetzt zurück ins Tor erscheinen. Das ist Kuhn. Kuhn wieder mit Leis mit der Hacke, sehr stark gemacht von Marc Leis. Und Weiß passt dann auf. Und direkt der Gegenzug. Über Niklas Mohr. Das ist Celik. Celik will es über die Mitte lösen. Wiesbaden hat die Mitte aber gut zu. Kommt er durch. Celik im 16er. Gut verteidigt von Medic und Lenkfort. Mockenhaupt. Tietz. Ja, das reicht eben nicht. Da will er mehr von Tietz. Entweder den Ball sauber mit dem Kopf auf den Mitspieler spielen oder dann am besten noch festmachen. Celik. Ja, das ist so einfach wie in Wiesbaden, direkt wieder im Ballbesitz. Carstens und Mockenhaupt. Brumme lauert im Rücken von Weiß. Der ist auch sehr schnell, der Lukas Brumme, das ist gefährlich, wenn der über seine Schnelligkeit kommt. Relativ groß auch, da hat er einen Ball. Brumme, oh, gut weitergespielt. Niemeyer gegen Erki Lynch. 1 gegen 1 am Flügel. Niemeyer kann den Ball bringen. Schein hält.
Schein mit dem langen Ball auf Mohr. Gute Ballannahme von Mohr. Und über Trikulja, der Fehlpass. Korte ist da, Trikulja. Ja, Foulspiel gut gesehen vom Schiedsrichter. Das war klar. War auch clever gemacht, dass man da dann foult in der Situation. Medic. Kuhn. Heil hinten. Celik. Oh, da geht er gut vorbei. Oh, das war natürlich, das sah nicht so gut aus. Ja, gelbe Karte. Für Korte. Ja, Chipball von Michael Fink. Ball im Aus. Einwurf Wiesbaden. Lenkfort. Affelit ein Ball an Trikulja. Kann dann aber dann zurückerobern. Sehr gut gemacht von Lenkfort. Fehler gemacht und direkt wieder ausgebügelt. Carstens mit dem langen Ball. Borras gegen Tietz. Kuhn. Ja, sucht der Lenkfort Brumme. Lenkfort. Celik von hinten. Foulspiel. Ja, kann man pfeifen. Das ist ganz klar. Aber Rehm hier mit Feuer dabei, der nimmt jedes Spiel richtig ernst. Er will den Pokal wirklich gewinnen. Der beschwert sich hier wie beim Ligaspiel, wenn es um Aufstieg geht. Der ist hier wirklich mit Feuer und Flamme dabei. Überragender Trainer, dieser Rüdiger Rehm. Und Freistoß Wiesbaden. Kuhn ist an Möglichkeiten mit seinem Rechten. Hat einen starken Rechten. Korte natürlich kann ihn auch bringen mit links. Korte geht aber dann vorne rein. Ball kommt von Kuhn durch die Mauer. Celik klärt nach vorne. Akalean. Ah, direkt tief gespielt. Lenkfort. Ja, stark von Lenkfort. Medic. Ja. Zu weit für Marc Leis. Beschwert sich da, dass Leis da nicht durchgeht. Und da geht er beide am Ball vorbei. Akalean und Medic und Carstens für den Einwurf auch. Boss. Mockenhaut, oh, dem rutscht der Ball über den Fuß. Macht es aber dann relativ souverän. Guter Ball in die Mitte. Tietz macht den Ball fest. Marc Leis. Und Heil ist da. Mohr, Celik. Gegen Mockenhaupt, der muss hier raus. Celik. Wieder über Sascha Heil. Fink auf Akalean, hat mit dem Ball nicht wirklich gerechnet. Er hat es gut festgemacht. Erkilinch ist da. Weiß ist da und Celik auch. Erkilinch läuft dann aus Mockenhaupt, der das ganz souverän verteidigt, gut den Weg zugestellt. Und Borras. Weiß, bisschen mit dem Gesichtenball angenommen. Ja, dann der Fehlpass von Borras. Bleibt aber drauf. Medic, Niemeyer und Carstens. Ja, die Ruhe weg da hinten. Der Florian Carstens, der ist ganz entspannt. Ja, beide am Ball vorbei. Korte. 1 gegen 1 wieder am Flügel gegen Borras. Korte. Ja, geht vorbei. Weiß ist aber da. Brumme gegen Weiß. Schiedsrichter entscheidet auf Foulspiel von Wiesbaden. Von Lukas Brumme.
Ja, jetzt liegt der Ball auf der Tribüne. Ersatzball ist gerade keiner da. Da kommt er wieder zurück. Ja, da liegt ein Ersatzball. Jetzt kommt der Ball. Einwurf Gießen, Weiß. 3-4 Minuten noch, dann will Daniel Chiman wechseln. Es läuft die 56. Minute. Schein. Stark gemacht von Schädig. Akalean. Akalean. Immer noch Akalean. Erki Lynch. Erki Lynch im 16er. Boah, da schießt er den Ball drüber. Wahnsinn. Das ist Mockenhaupt. Der lange Ball. Heil. Celik. Und Niklas Mohr. Niklas Mohr. Guter Ball auf Akalean. Akalean legt auf Celik zurück. Der spielt ihn direkt wieder tief. Mohr. Ja, das war zu wenig. Ganz klar. Kein Elfmeter. Richtige Entscheidung. Wiesbadener Gegenzug. Marc Leis über Korte. Medic. Nun rutscht da weg. Ist dann auch zu spät. Denkfort. Korte. Moritz Kuhn. Gut geblockt von Drekulja. Boah, stark gemacht von Drekulja. Akalean. Über Luis Münn. Weiß ist da. Borras. Borras, sehr guter Ball. Und Weiß im 1 gegen 1 gegen Niemeyer. Wieder auf Marco Borras. Der verlagert mit einem guten Ball. Auf Sascha Heil. Sascha Heil dribbelt an. Immer noch Heil. Langford ist da. Luis Münn spielt wieder über Drekulja. Ja, der wollte den Ball nicht unbedingt haben, der Drekulja. Das sieht man, spielt ihn dann wieder zurück. Hätte da lieber mit einer anderen Spielfortsetzung geliebäugelt. Medic ist da, nimmt den Ball souverän runter. Carsten mit dem Diagonalball wird abgefangen von Mohr. Sascha Heil wieder auf Cilic. Korte gegen Drekulja. Oh, ja, das hätte ich jetzt anders gesehen, ist aber okay. Linienrichter ist näher dran, der hat entschieden. Einwurf wen? Medic. Korte, Korte zentral. Weiß ist da, Borras. Borras hat Platz, rechts ist Weiß. Akalean geht in die Tiefe, Brumme, Medic. Ja, und Medic macht es dann stark. Gut zurückgelaufen dann. Hm. Erki Lynch gegen Niemeyer. Foulspiel gepfiffen. Ja, Schiedsrichter ist sehr kleinlich. Und Gießen steht jetzt vorm Wechsel. Niklas Mohr geht runter. Für ihn kommt Ryunosuke Takehara. Erster Wechsel bei unserem FC, verlässt den Platz
Niklas Mohr mit der Nummer 28, neu im Spiel unsere 15, Ryonosuke Takehara. Da ist Akalean. Akalean und er macht ihn! Wahnsinnstor! Ausgleich nach 62 Minuten, den Wiesbaden kann es nicht fassen. Ja, wer hätte damit gerechnet? Ich glaube, wenn man da drauf getippt hätte, hätte man heute Abend viel Geld verdient. Nach 63 Spielminuten steht es 1:1. Wien Wiesbaden quasi in der Top-Besetzung hier. Also bestmöglich, will ich jetzt mal sagen, gerade auch den Verletzungen entsprechend. Vielleicht hätte man Maurice Malone noch in der Startelf gesehen, aber ansonsten wirklich mit der bestmöglichen Aufstellung. Die sind natürlich auch sehr ersatzgeschwächt, das muss man schon sagen. Insgesamt Verletzungspech die Saison, auch für Rudiger Rehm, schade. Und Gießen mit einer Mannschaft, die nicht wirklich eingespielt ist. Und ja, aber jetzt kommt direkt der Gegenzug. Das ist Tietz und Schein. Das wäre es natürlich gewesen. Direkt das 2:1 für Wiesbaden. Da muss man schon sagen, die Mannschaft vom FC nicht wirklich eingespielt in der Besetzung. Und hält hier trotzdem gut mit. Ja, da hauen sie sich selber weg. Kriegt dann wieder einen Ball. Korte ist da. Der ist handlungsschnell. Der steht direkt wieder auf. Spielt ihn dann tief. Nun Fink. Ja, sucht Takehara. Lenkfort fängt den Ball ab. Marc Leis. Ja, so Sachen muss man natürlich jetzt vermeiden. Da ist Wiesbaden natürlich dann richtig gut. Kuhn kommt nicht durch. Leis wieder auf Lenkfort im Halbfeld. Will den Ball bringen. Lenkfort vor Bayern Heil. Takehara kommt dazu. Und müsste dann die Ecke geben. Ja. Und da kommt André Markovic, der soll eingewechselt werden. Von ihm verspricht man sich auch sehr viel. Das war schade, dass er sich verletzt hat. Sehr, sehr gute Leistung vor seiner Verletzung gebracht. Ja, nee, der hat nur Flaschen Wasser geholt. Doch noch keinen Wechsel. Das ist Mün. Ja, Mün passt da nicht auf. Und dann Foulspiel von Fink an Philipp Tietz. Ja, München nicht mehr so ganz auf der Höhe jetzt. Ja. Wiesbaden mit einem Doppelwechsel. Da sehe ich Johannes Wurz und Maurice Malone. Ja, zwei richtig gute Spieler. Wurz auch lange Jahre bei Bochum gespielt. Brumme geht runter. Und auch Philipp Tietz. Doppelwechsel bei unseren Gästen aus Wiesbaden. Es verlässt den Platz die Nummer 9, Philipp Tietz, und die Nummer 14, Lukas Brumme, neu im Spiel mit der Nummer 11, Maurice Malone, und die Nummer 8, Johannes Wurz. Ja, die Wechseln waren zu erwarten. Wahrscheinlich jetzt mit Doppelspitze Wurz vorne drin mit Maurice Malone. Malone ja schon erwähnt, schon 11 Tore gemacht. Die Saison mit Tietz halt der Top-Torjäger. Und da kommt auch schon der Ball. Wurz war schon mittendrin. Ja, da ist er, Wurz. Keil ist da. Boah, das war dann stark von Mün. Im ersten Moment trifft er den Ball nicht. Dann kriegt er aber Weitschuss von Korte.
Und Holgerschein steht gut und fängt den Ball ab. ...148 Spiele schon in der zweiten Liga gemacht, der Johannes Wurz, ganz erfahrener Mann auch, hat sogar schon 2 Bundesligaspiele gemacht für Werder Bremen. Saison 12-13, da war er noch in der Regionalligakader, wurde dann mal hochgezogen und durfte dann mal bei den Profis mitwirken. Das ist Korte. Ah, stark von Luis Min. Und Gabriel Weiß, ja, Ball war im Aus, schon richtig so. Einwurf Niemeyer, Medic. Medic dribbelt an. Mün, Vorteil Malone. Langford, Malone. Und Schein, überragend gemacht im 1 gegen 1 gegen Malone. Das war so Freddy Löhe-like, wie Schein den Ball da hinten hält. Ja, Wurz gegen Trikull, ja. Dann gibt er doch das Foul. Anfang sah es nicht so aus. Trikull beschwert sich. Der Ball von Fink auf Erkelinch. Oh, der hat viel Platz. Jetzt kommt Carstens von hinten, kriegt aber den Ball nicht. Malone auch mit dabei. Erki Lynch. Ja, stark im Dribbling. Und dann wieder hinten rum über Sascha Heil. Gut gelöst von Schein über Fink. Tolga Şahin. 7 Spiele hat er gemacht in der Regionalliga. Bisher insgesamt die Saison 1 Spiel. Die anderen Spiele waren noch für den Vorgängerverein vom FC Gießen. Für Teutonia Watzenborn-Steinberg. Da durfte er 6-mal spielen. Davor in der Jugend unter anderem bei Kickers Offenbach, Kaiserslautern und auch beim FSV Mainz 05 aktiv. Das ist Akalea Takehara. Celik. Ja. Hat Leister aussteigen lassen, wird dann gefoult. Borras schleicht sich wieder an. Daniel Schiemen wechselt. Ali Brahima. Wird kommen. Nächste Aktion. Flanke. Das ist Borras. Borras von hinten Wurz. Celik. Ja, der jagt den drüber. Und jetzt müsste der Wechsel kommen beim FC. Luis Min geht runter, für ihn kommt Ali Ibrahima. Luis Min eher ein Defensivspieler, der es sehr gut gemacht hat heute. Wird auch applaudiert von draußen. Ali Ibrahima eher offensiv. Ehemaliger Zweitligaspieler, viel auch in der dritten Liga unterwegs, der Ali Ibrahima. Nächster Wechsel bei unserem FC. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 19, Luis Min. Für ihn im Spiel die Nummer 11, Ali Ibrahima. Ja, Akalean bleibt aber noch vorne drin anscheinend. Und Ibrahima auf die Doppel-6, das kann der natürlich auch spielen, obwohl er eher der Offensive ist, auch öfters mal außen unterwegs. Nicht der, der so gerne zurückarbeitet. Da ist Fink. Und Takehara, ja, schießt den dann einfach mal in Seiten aus, klärt den Ball, geht da auf Nummer sicher. Kameramann will heute Abend ein Saufen gehen, obwohl er gar keinen Alkohol trinkt. Das ist auch sehr interessant, was ich hier mitkriege. Thank you.
Kommt der Einwurf von Langford, wurde gut verlängert. Das ist, boah, das war noch gut gemacht von Korte. Kommt aber dann nicht durch. Niemeyer gegen zwei. Ja, Daniel Schiemann fordert hier einen Einwurf. Und da gibt's Stress. Niemeyer mit Marco Voller da im Zwist. Gucken sich immer noch böse an. Daniel Schiemann will das beruhigen, macht das dann auch. Wiesbaden über die Rechte. Rehm fordert Tempo. Langford. Da ist Malone. Ja, unsauber auf Leis gespielt. Kulja fault den dann. Gelbe Karte für Trikulja. Freistoß stehen bereit, Medic mit Gewalt oder Korte mit seinem feinen Linken. Heute auch deutlich mehr Fotografen am Spielfeldrand als sonst. Langford geht tief, Medic mit Gewalt, ja, am Tor vorbei, am Außennetz. Na, Korczuczek soll auch noch kommen. So, also Daniel Schiemann, der will hier auf jeden Fall gewinnen. Ja, das ist ganz klar. Auch ein Offensivspieler, Tim Korczuczek. Bester Torjäger in der Regionalliga für den FC. Das ist Borras. Guter Ball auf Aka Lehan. Der leitet auf Erki Lynch. Und dann ist Carstens da. Über Leis. Trikulja ist direkt dran. Stark gemacht von Sascha Heil. Gute Balleroberung. Trikulja und Celik. Takihara hinterläuft. Celik in die Mitte, zieht es faul. Ja, das war auch dumm. Also ich würde sagen, unnötiges Foul auch. Gerade da von Marc Leis, das kann er viel besser. Ja, so ein überragender Spieler. Und dann fault er da. Gut, aber es ist halt so. Ist jetzt die Frage, wer geht runter? Erki Lynch oder Celik? Das sind so die Kandidaten, hier runtergehen können für Tim Korczuczek. Und da ist Ibrahim Ay. Der hat einen richtig guten Borras mit Gewalt. Ja, anscheinend will Borras den dann doch selber machen. Marco Borras. Ja, war okay. Trotzdem kein Problem für Tim Boss. Und direkt dagegen zu Kuhn gegen Weiß. Boah, Weiß verschätzt sich. Kuhn direkt in die Mitte gespielt. Wurz. Auf Malone. 1 gegen 1 gegen Takehara. Malone in die Tiefe. Korte gut mitgenommen. Und stark verteidigt von Michael Fink. Eckball. Ja, das ist richtig. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Brahima geht kurz mit Kuhn. Aber der schießt natürlich die Ecke auch. Nächster Wechsel. Oh, Akalean geht sogar runter, okay. Das ist auch interessant. Korczuczek kann natürlich auch in der Mitte spielen. Nächster Wechsel beim FC. Wir bedanken uns bei unserem Torschützen Jonas Akalean. Für ihn neu im Spiel Tim Korczuczek. Da fällt das Tor für Wien Wiesbaden zum 2:1. Torschütze müsste die 17 gewesen sein. Florian Carstens.
für Wien Wiesbaden. Torschütze, die Nummer 17, Florian Carstens. Neuer Spielstand, FC Gießen 1, Wien Wiesbaden 2. Wien macht das 2-1 nach einem Standard. Florian Carstens trifft wuchtig per Kopf. Die Spielminute läuft. Freistoß Gießen, Ibrahimal. Ja, über den Standard kann es jetzt nochmal gehen. Ansonsten Wien Wiesbaden natürlich jetzt hier mit Momentum. Ibrahimal bringt den gut in die Mitte. Boss ist da. Fängt den ab. Mockenhaupt. Da ist Malone. Carstens. Ja, Trikulja läuft da durch. Mockenhaupt, Bolzen da nach vorne. Stark gemacht von Korte. Langford. Und Malone im 1 gegen 1 gegen Sascha Heil. Der ist trippelstark. Maurice Malone. Gut gespielt auf Kuhn. Der kann sich drehen. Langford. Langford, kein Abseits laut Linienrichter. Kuhn. Und Wurz, Riesenmöglichkeit für die Vorentscheidung. Und nächster Wechsel bei unseren Gästen. Marc Leis geht runter. Für ihn kommt Hakan Nilsson. Nächster Wechsel bei unseren Gästen aus Wiesbaden. Es verlässt den Platz die Nummer 18, Marc Leis. Für ihn neu im Spiel die Nummer 29, Hakan Nilsson. Celik, Korczuczek. Ibrahimal, Trikulja, clever gespielt. Weiß. Er sucht dann Korczuczek und Carstens nur in Seiten ausklären. Und der kommt natürlich wieder in 16er. Das macht der Weiß gerne. Diese langen Einwürfe in 16er. Trikulja ist da, Borras, die sollen natürlich verlängern auf Korczuczek. Und da kommt er auch. Ja, Wien Wiesbaden kann erstmal erklären. Dann der zweite von Weiß. Erki Lynch. Korczuczek aus der Drehung. Ja, gut gemacht. Technisch sauber. Nur leider nicht genug Druck hinter den Ball bekommen. Deswegen war es sehr einfach für Tim Boss, den Ball zu fangen. Nilsson kriegt Druck. Boah, sehr, sehr starker Ball auf Malone. Der ist im 16er, im 1 gegen 1 gegen Shahin. Malone. Will den Ball drüber chippen. Ball ist aber noch heiß. Kuhn. Kuhn gegen Takehara. Kehara. Ja, schießt Kuhn an. Clever verteidigt. Gut den Körper reingestellt. Und dann den Einwurf rausgeholt. Mockenhaupt. Ja, Ball war wieder im Aus. Ja.
Wiesbaden wieder. Kuhn. Ja, hier wird abseits gerufen. Ball abgefangen von Schein. Ja, spielt direkt ins Aus. Der sollte zu Tim Korczucek. Den hat er da frei gesehen. Kriegt den Ball nicht hin. Einwurf fehlen. Ja, die lassen sich natürlich Zeit. Die machen es clever. Nach 82 gespielten Minuten. Lenkfort. Das sollte Gießen jetzt vermeiden. Standardsituation, auch dann Ballverluste, Einwürfe für den Gegner. Die sind nur zeitspielig. Lenkfort. Trikulja, kein Foul. Einwurf wen? Denk vor den 16er Malone. Gegen Weiß. Wurz. Kuhn, sehr gut gespielt. Wurz. Sucht da Nilsson. Borras mit der nötigen Ruhe. Gut geklärt. Korczucek wird direkt verfolgt. Und bekommt auch den Freistoß, wo sich Medic aufregt. Von hier konnte ich es nicht erkennen, ob es ein Foul war oder nicht. Schiedsrichter hat es so entschieden. Wird wieder gespielt von Ibrahimay. Spielt hinten über Sascha Heil. Borras ist da, wird angespielt. Rechts, Weiß, Borras. Boah, das war ein krasser Fehlpass. Nice, Kuhn. Takahara macht direkt Druck. Korte rutscht weg auf Nilsson. Und dann Wurz bekommt den Ball gut zu Malone. Malone im 16er gegen 2. Borras, Weiß. Den Befreiungsschlag. Erki Lynch kann den Ball annehmen. Kommt Druck von Niemeyer. Korte direkt wieder vorne rein. Malone zwischen den Ketten. Malone gegen Weiß. Malone winkt ab. Schiedsrichter pfeift anscheinend. Trikot gezogen oder gehalten. Sowas in der Art. So sah das aus. Auf jeden Fall irgendwas mit unerlaubter Handarbeit. Holger Schein mit einem guten Ball für Fink. Leitet direkt weiter auf Erki Lynch. Carsten stellt den Körper rein. Souverän gemacht. Einwurf Wiesbaden. Ja, guter Ball in die Tiefe von Lenkfort. Takehara gegen Kuhn. Lenkfort läuft wieder mit. Takehara kann klären. Dann mit Ibrahimay. Ja, das dauert da zu lang. Ibrahimay muss er abbrechen. Über die Mitte kann gespielt werden. Erki Lynch ist da. Auch Celik angespielt. Gut gemacht. Celik. 3 gegen 4. Nächstes Foul von, diesmal von Sascha Mockenhaupt. Celik beschwert sich. Schnell gespielt. Korczucek im 16er. Und klasse geblockt von Florian Carstens. Handlung schnell ausgeführt. Gut gemacht auch von Korczucek, der direkt den Weg geht. Und dann ist das nochmal in letzter Sekunde gut verteidigt. 85. Spielminute. Eckball Gießen. Das ist Ibrahimay. Borras gegen Wurz. Löst sich da Borras. Boah, Korczucek auch am Ball vorbei. Und Abstoß wen? So egal, wie es hier am Ende ausgeht. Ja, Gießen kann hier sehr zufrieden sein mit ihrer Leistung gegen den klaren Favorit, gegen Wien Wiesbaden. Das ist wirklich top, wenn man das vergleicht gegen Steinbach. Das ist wie Tag und Nacht. Die machen es richtig gute Jungs auf dem Platz. Ein Schiedsrichter sagt, er soll schneller machen, der Tim Boss. Und da gibt es den langen Abstoß. Fink gegen Korte. Niemeyer wieder Fink. Trikulja. Fink bolzt den nach vorne. Lenkfort. Erki Lynch macht Druck. Ibrahima ist auch mit dabei. Lenkfort. Ja, schießt ihn dann auf die Stehplatztribüne. Trikulja. Erki Lynch im 1-1. Lenkfort. Trikulja. Ibrahima im Rücken. Ja, Erki Lynch steht auf. Und dann abseits. Richtige Entscheidung. Erki Lynch lag da im Abseits.
ist dann aufgestanden und den vier Minuten noch, jetzt wird es ein bisschen Nachspielzeit geben, denke ich. Es gab jetzt ein bisschen Verzögerung, wird sich schon sehr viel Zeit gelassen. Und da ist Finkert wieder die Lufthoheit gegen Wurz. Korczuczek, gut verteidigt von Niemeyer. Wurz, starker Einsatz. Und wieder Wurz, zentral vorm Tor. Sucht Malone, weiß, boah, das ist gefährlich. Und da gibt es den Rückpass, ja. So kann man es entscheiden. Das ist unglücklich. Weiß hat sich da ein bisschen verspekuliert, will ich jetzt mal sagen, da bei der Ballannahme und auch bei der Weiterverarbeitung. Dann nicht gerechnet, dass er dann doch so viel Druck kriegt in dem Moment. Und dann hat er einen Körper reingesteckt und ja, dann kam Sahin. Ob es jetzt ein gewollter Rückpass war, kann man natürlich so nicht sagen. Ich denke, am Anfang auf jeden Fall nicht. Ja, das war eher dann am Ende notgedrungen. Sahin beschwert sich auch nochmal. Gießen jetzt auf die Linie. Das ist natürlich jetzt eine Riesenchance. Indirekter Freistoß gibt es da beim Rückpass. Ungefähr auf der Fünferlinie. Meistens wird der Ball kurz angetippt, vorgelegt und dann einfach draufgehämmert. Malone steht bereit. Wurz. Nilsson wird den Ball wahrscheinlich vorlegen. Steht da auch im Rücken, dass Ibrahima nicht dazukommt. Und die Gießener rennen natürlich dann rauf, das ist klar. Trikulja, der rennt direkt rauf, das sehe ich schon. Ball ist frei, Wurz. Ja, und Fink schmeißt sich vor den Ball. Ja, da wird sich beschwert. Da muss man natürlich jetzt aufpassen, wegen dem Frühstarten auch. Wurz, Ball gehalten. Und Langford, Takehara und Ball war im Aus, Abstoß. Ja, da kann man nochmal glimpflich raus aus der Situation. Ist natürlich gefährlich aus 5 Metern. Und Kuhn, sehr gut gemacht mit der Hacke. So, und stark gemacht, das Malone im Abseits. Linienrichter entscheidet auf Abseits. Und Borras soll jetzt nach vorne. Das nennt sich totaler Angriff, wenn der Marco Borras nach vorne geht. Der 1,95 Hühner aus der Gießener Verteidigung. Der soll jetzt die Bälle festmachen, verteilen. Hat ja auch getroffen in Hoffenheim. Ganz wichtig in der Nachspielzeit zum wichtigen 2:2 und konnte damit die TSG auf Distanz halten in der Liga. Und jetzt der Ball von Sahin. Sahin, Borras. Wird sich da freikämpfen. Drückt den Gegner dann weg. Takehara. Und Einwurf Gießen. Schelig, Mockenhaupt. Im Haupt nach außen. Und stark von Takehara, Trikulja. Ne, das ist Schelig, Entschuldigung. Schelig. Ja, dann unpräzise, das ist natürlich gefährlich. Wiesbaden kann kein Kapital schlagen. Malone kommt nicht an den Ball. Und Weiß macht ihn nochmal heiß. Borras. Keiner Abseits entschieden gegen Marco Borras. Die 90. Minute gleich vorbei. Nachspielzeit läuft. Borras soll vorne bleiben. Ganz klar die Anweisung. Sascha Heil, Trikulja, Borras, ja, gut dazwischen gegangen von Medic. Borras kommt nicht dran, wieder Medic, Trikulja, Fink, Weiß und vielleicht nochmal einen Ball für Gießen. Sahin versucht es nochmal mit dem linken Stung Ibrahimai, Langford ist da, Medic, direkt mit dem Ball in die Tiefe. Ja, dann wird er auch faul. Ibrahimai, Kopf runter. Celik, Borras. Medic hat sich da verletzt anscheinend. Ich habe jetzt nicht hingeguckt.
Und dann das Foul von Nilsson an Fink. Und Fink über Erkilinch. Der hat ein bisschen Platz. Hinten kommt Malone. Malone erobert den Ball. Und Erkilinch, ja, der hat einen ganz harten Krampf. Bleibt da liegen. Das ist Korte. Schön über die Mitte. Da ist jetzt alles offen. Malone. Malone, Krampf bei Gießen. Kuhn. Rüdiger Rehm ruft, spielt's aus. Und dann spielt er aber den Ball ins Aus. Malone ist da ein bisschen im Wortgefecht mit Fink. Fink, ja, bemangelt da Fairness, dass der Ball ins Ausgespielt wurde. Brahima gibt ihn zurück. Und jetzt machen sie Druck. Trikulja läuft direkt drauf auf Carstens. Der läuft dann auch durch. Das müsste bald vorbei sein. Fink Wurz gewinnt das Duell. Nilsson heil mit den Händen dran. Korte 2 gegen 2. Malone in der Mitte. Stark gespielt und Riesentat von Tolga Şahin. Er macht das überragend. Dann auch abseits auch entschieden. Und die Frage ist, bringt das noch was? Beim 1:1 wäre das natürlich jetzt überragend gewesen. Aber da ist wieder der Ball auf Sascha Heil. Heil direkt lang auf Borras, der leitet weiter. Korczucek auf Trikulja, der trifft ihn nicht richtig. Und Erkilinch, Korczucek. Erkilinch ist da, kriegt den Ball im 16er. Und stark verteidigt von Niemeyer. Da fehlt ihm die Physis, dem CK Erkilinch. Schiedsrichter pfeift ab. Gießen verliert nach einer guten Leistung mit 1:2 gegen Wien Wiesbaden. Unseren Gästen aus Wiesbaden gratulieren wir natürlich zum Einzug ins Halbfinale. Wünschen weiterhin viel Glück, gerade Rüdiger Rehm, dass er seinen dritten Pokalsieg holt im Hessen-Pokal. Den hat er sich auf jeden Fall verdient. Und ja, da kann man mit guten Gedanken auch ins Spiel gegen Freiburg gehen, gegen den Spitzenreiter. Das wird natürlich heftig jetzt am Wochenende. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Champions League heute Abend, die einschalten. Und danke, dass Sie dabei waren. Schönen Abend noch hier aus dem...